dürfen. Wir werden angegriffen. Ja, ich komme ja wieder. Keine Panik. Unsere Arbeiter werden angegriffen. Das wird ein Meister. Unsere Arbeiter werden angegriffen. Wir sollten weiter. Gut, dass ich vorbereitet bin. Bleibt nah bei mir. Legen wir los. Zinsen auf eure Investition. Benötigt ihr medizinische Hilfe? Nö. Hier. Also, wie ist der Plan? Es muss getan werden. Kinderspiel. Was benötigt? Aber Balthasar könnte ruhig ein bisschen fitter sein. Als ich gestern mit dem wir ein paar Stunden im Park war, habe ich danach gedacht, oh mein Gott, du hast nicht den fittesten Hund. Also er macht alles mit, er legt sich nicht hin oder sonst irgendwas. Vor allem, dann setzt du dich an eine Bank, Gebäude fertiggestellt. Weil du so denkst, ja, machst du mal Pause mit dem Hund eben. Und dann ist er dich am Anjunken, also nicht Junken, sondern hier, es meckert der einen an, weil dem langweilig ist. Ich halt. Ja, was willst du denn machen? Sollst du ihn die ganze Zeit in die Luft schleudern? Gebäude fertiggestellt. Auf eine Achterbahn setzen, damit der unterhalten wird. Der Hund muss ja auch mal in der Lage sein, 15 Minuten an der Bank zu sitzen. Wir werden angegriffen. War gut, dass ich mit dem noch nie gemacht habe, was wir an den See gegangen sind und haben uns dann da einfach nur hingesetzt. Wir werden angegriffen. Und haben, und ich habe dann, oder ich würde dann ein Buch lesen und er könnte halt, sag ich mal, mit einer Schleppleine einer langen von 5 oder 6 Metern da so ein bisschen rumrennen. Ach, da würden die Leute eh ausrasten, ey. Du hast ja keine Minute Ruhe. Würde doch schnell jemand kommen. Ach, das ist aber ein süßer Mops. Die gibt's auch in Schwarz? Ja. Primark. Gebäude fertiggestellt. Wir werden angegriffen. Alles klar. Einen Moment. Angriff! Hier. Ja. Da lang. Jetzt gilt es. Was gibt's Neues? Ich kümmere mich um euch. Hier entlang. Holt euch eure Medizin. Aus dem Weg. Klingt gut. Strategisches Vorgehen. Der Vorposten ich habe den anderen Vorposten nicht richtig aufgebaut. Ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Sieg. Das ist, sind aber süße Möpse. Gibt's die auch in klein? Nein, du musst sagen, gibt's die auch in vorhanden? Du musst sagen, und wie ist das bei Ihnen? 404 Möpse not found. Errichtet. Wir haben unsere Grenzen ausgeweitet. Braucht ihr mich? Wohin? Weiter so. Gut. Da lang? Gebäude fertiggestellt. Jawohl. Klar doch. Erledigen wir das. Na dann. General. Als wenn die hier die ganze Zeit an einem Inferno-Golem vorbeigelaufen sind.
Hier hin. Vorwärts. Ich kümmere mich um euch. Erledigt sie. Wir sollten weiter. Gut, dass ich vorbereitet bin. Schutzkreis. Na 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 na. Was wollt ihr hier eben noch? Was ich gerade gemacht habe. Boah, ist da irgendein Loot. Kommt gut. Drauf geschissen. Vor allem, wo sind die anderen Nachschubtunnel? Oder sind die jetzt alle hier unten in der letzten Ebene drin? Weil ich hab über die Hälfte der Karte schon eingenommen und wir haben gerade mal die, also den zweiten Tunnel gerade zerstört. Oder die Zählung geht nicht. Erledigen wir das. Das wäre teuer, können wir die Mission nämlich gleich nicht beenden. Immer auf die Augen. Erwarte Feuerkommando. Das ist Darkwing Duck, ich sag's euch. Was gibt es? Ich kann es mit ihm auch. Was wolltet ihr eben noch? Gute Idee. Ja. Der Vorposten wurde errichtet. Halt nur in einer anderen Tonlage. Angriff! Ich höre. Immer auf die Augen. Wir werden angegriffen. Ach, so sieht der Versorgungstunnel aus. Erledigt sie. Kommandant, wir haben die Forschung an einer neuen Technologie abgeschlossen. Endlich etwas Bewegung. Bis ins Grab. Ja? Gebäude fertiggestellt. Vorbereitet bin. Kommandant, wir haben die Forschung an einer neuen Technologie abgeschlossen. Wir sollten weiter. Wie man sieht, ich baue schon nicht mehr die Ressourcen ab. Gebäude fertiggestellt. Und eine weitere erledigt. Immer weitermachen. Je mehr wir davon zerstören, desto weniger Chancen haben sie, uns zu überraschen. Die zwei Gebäude Sektoren. Das lohnt sich ja auch schon nicht mehr. In Ordnung. Interessant. Braucht ihr mich? Was wir machen könnten. Der Paar. Ja. Gebäude fertiggestellt. So, lass mal drei Leute hier den Tribut machen. Beziehungsweise... Oder die beten hier und dann können wir den Titan beschwören. Dann können wir den vielleicht noch benutzen. Für den letzten Angriff. In der letzten Mission habe ich den Titan ja nicht beschwört. Oder beschworen. So. Ich muss bei meinen Eltern wieder Gerichtsshow gucken. Oh. Ja.
Wieder beste RTL-Unterhaltung, ey. Mutter von Tochter kann nicht mehr schwanger werden. Freund wechselt auf jüngere, also auf die Tochter um. Nachdem er 1,5 Jahre mit der Mutter gepimpert hat, hat das jüngere Modell genommen. Schwängert Tochter, aber Tochter ist eigentlich nur schwanger geworden. Beziehungsweise wollte eigentlich ein Kind austragen für die Mutter. Und Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten. Und oh Mann, ey. Was für ein. So ein Scheiß blockiert mein Gehirn dann, ey. Das bin ich. Da hab ich jetzt wieder tagelang drin. Und Mutter rastet dann aus und will die Hochzeit verändern, weil das ja anfänglich so der Plan war, dass das Kind der Mutter austragen soll, für die Mutter. Aber nicht, dass sie sich verlieben sollten. Und leider haben sie sich verliebt. Wahrscheinlich hat der Mann sich gedacht, ah, das schöne Kind hier, warum soll ich denn zur 38-jährigen Mutter zurückkehren, wenn ich die 17-jährige Tochter haben kann? Und die gar nicht so dämlich ist, wie ich dachte am Anfang. Wollt ihr auch Gebäude fertiggestellt. Aber jung ist nicht immer besser. Jung kann auch richtig anstrengend sein. Ich weiß zwar nicht, warum mich bei Tinder irgendwelche 18-Jährige oder so gematcht haben. Da denke ich immer so, die suchen einen Sugar Daddy. Macht euch bereit. Aber was soll's? 18 wäre mir zu jung. Wird schon schief gehen. Was willst du mit der Person machen? Vor allem dann ist halt das wirklich die Situation, dass du auf den Spielplatz gehst, wo ihre Clique ist und die dann fragen, warum sie ihren Vater mitbringt. Ich finde Tinder den letzten Müll. Es ist nicht so dolle, ja. Aber hallo Tobias. Du hast eigentlich bei Tinder nur ein Mikrozeitfenster, um jemanden wirklich kennenzulernen. Nämlich dann, wenn die Frau 2 Tage registriert ist. Ich glaube, danach werden alle Frauen wahnsinnig. Und alles, was über die Zeit hinaus noch bei Tinder bleibt, hat eh irgendwie ein Problem. Psychischer Natur. Immer auf die Augen. Junge Mädels sind aber oft auf ältere Männer. Nein, also oft würde ich nicht sagen. Ich denke mal schon, dass ein paar. Dass es schon ein paar gibt, die das halt bevorzugen, weil die mit den Männern in ihrem Alter nichts anfangen können. Gehen wir es an. Ich finde auch, dass ein Altersunterschied, wo die Frau jünger ist, fertiggestellt. Sinn macht. Also ich finde, das ist schon normal. Meine Eltern sind jetzt 4 Jahre auseinander. Das war früher für mich immer der perfekte Altersunterschied zwischen Mann und Frau. Es war meine Ex-Freundin 9 Jahre jünger als ich oder 8. Naja, umso älter, umso irrelevanter wird der Altersunterschied irgendwie gefühlt. Obwohl. Ich glaube, viel mehr würde ich auch nicht gehen. Und schon huschen sie davon wie verdammte Ratten. Feiglinge. Moment, ich glaube nicht, dass sie fliehen. Sie sammeln sich erneut. Staub und Steine. Es ist ein Geist des Berges. Tötet ihn! Bitte was? Ach so. Ja. Der Vorposten wurde errichtet. Wir haben unsere Grenzen ausgeweitet. Titan hat das Schlachtfeld betreten. Ja. Weil wenn ihr einen holt, dann holen wir auch einen. Bis ins Grab. Und ab die Post. Kampf der Titanen. Oh.
Piu, piu, piu. Ist doch gut, wenn es sehr schön klappt. Mit deinen 13 Jahren Altersunterschied zur Partnerin. Wie gesagt, es hat mit meiner Ex-Freundin eigentlich auch ganz gut gepasst. Nur war sie halt ein bisschen... Wie soll man sagen? Persönlichkeitsgestört. Deshalb hat das langfristig nicht geklappt. Also auf lang gesehen. Weil die da nie weitergehen wollte, großartig. Aber so ist es halt. Wie ist der Plan? Und hast du auch das Duftwasser deines ihres Vaters benutzt? Wird schon schief gehen. Am besten sind, wenn du ein junges Match hast und die Person sagt, Atem. Und? Ich glaube, mein Alter macht dir nichts aus. Wir haben es geschafft. Gute Arbeit. Das sagen da meist die Jüngeren. Gibt es schon Neuigkeiten? Wenn du selbst sagst, haben sie den Plan durchführen können? Wird ja schon einen Grund geben, ne? Die Antwort auf eure Frage. Malik hat soeben die Statue gesprengt. Also hat der verrückte Plan am Ende doch funktioniert. Ich hatte nicht daran geglaubt. Wir werden sehen. Gehen wir hinein. Und haltet eure Waffen bereit. Aha. Ich sag dann einfach, irgendjemand muss ja mal einen Rollstuhl schieben, wenn ich alt bin. Einst hielten die Zwerge ein unterirdisches Reich, das von Wulfgar bis Lahr reichte und dessen Städte durch hunderte Meilen an sorgfältig in den Stein geschlagenen Tunnel miteinander verbunden waren. Im Herzen des Reiches lag Windholme, und im Feuer seiner Schmieden und unter dem steten Schlag seiner Hämmer wurden dort die Höhepunkte der zwergischen Künste auf Eo hervorgebracht. Staub und Steine! Was ist dir passiert? Das sind eine Menge Leichen. Aber Malik war nicht... Wie auch immer. Wir müssen Arrakis finden. Weiter. Staub und Steine. Rebellionen sind blutig. Ja doch. Bleibt nah bei mir. Tja. Ich halte euch die Mist. Ja, ich würde aber echt sagen, das ist ein bisschen viel abgeschlachtet hier in der City. Es muss getan werden. Gehen wir es an. Hund schläft auf dem Boden. Wertloser Abschaum! Ihr werdet bezahlt! Warum macht der nicht Magiemeistern? Er müsste doch eigentlich jetzt einen Segen bekommen für Eis und für Feuermagie. Genau, was ich gerade gebraucht habe. Jetzt gilt es. Was wollt ihr denn eben noch? Ich habe mal lange mit einer
19-jährigen Mutter geschrieben. Also einfach so. Das ist dann immer mein. Ah, die tut mir ja auch irgendwie so ein bisschen leid und bla bla bla. Dann hat die so einen total doofen Freund irgendwie. Was ist ein Zivilist? Gehen wir weiter. Sicher doch. Ja, ich glaube, die haben sich nochmal zusammengerauft jetzt wegen dem Kind. Ich bin mir nicht 100% sicher. Da ist irgendwann der Kontakt eingeschlafen und hat halt nur so sporadisch mal immer geschrieben. Oder mal telefoniert. Ach, ich bin dann auch immer zu nett. Muss ich echt sagen, ich bin einfach zu nett dann. Endlich etwas Bewegung. Was haben wir denn hier? Keine Spur von Malik. Er ist vermutlich in der Festung. Staub und Steine, was ist hier schiefgelaufen? Das ist ein Massaker. Die Sache muss außer Kontrolle geraten sein. Aber warum? Ach, nicht wichtig. Gehen wir weiter. Ja, wahrscheinlich wusste er davon und er hat das Massaker selbst angeordnet. Kieselfressender Abschaum. Eure Zeit ist abgelaufen. Damit mehr Leute auf seiner Seite sind. Legen wir los. Und es, der Trick ist nicht ein Arschloch zu sein, der Trick ist einfach eine gute Mischung zu geben zwischen positiver Resonanz und Ablehnung. Das ist dasselbe Konstrukt, was bei Sekten eingesetzt wird, um dich abhängig zu machen. Gut. Also wenn du wirklich auf der psychologischen Ebene jemand an dich binden willst, sollst du immer ein bisschen, ja, Zuckerbrot und Peitsche, ne? Ist dasselbe Prinzip. Dagegen kann unser Gehirn auch nicht viel machen. Gut, da wären wir. Die Festung des Granit. Seid ihr bereit, General? Ich bin mir nicht sicher, dass ich wissen will, was da drin vor sich geht. Macht ihr euch Sorgen um euren Bruder? Ich weiß nicht genau, worum ich mir Sorgen mache. Bringen wir das einfach hinter uns. In Ordnung? Finden wir Arrakis, stecken ihn in Brand und beenden wir all das hier ein für alle Mal. Gut, gehen wir hinein. Im Inneren umschließt euch eine gespenstische Stille, so als würden die Festungsmauern die Realität außerhalb ausschließen. Keine Leichen, kein Feuer, kein Gestank nach Asche und Blut. Nur die polierten Granitplatten und massigen Säulen, die die Decke und den darüber liegenden Berg stützen. Hier hin! Hier entlang! Staub und Steine, passt auf! Und ein Schlag tot. Zerschmettert sie! Ach, ein Traum, ey. Jetzt gilt es. Und ein Schlag tot. Bäm. Bring doch mehr Konstrukte. Was wollt ihr hier? Wir sollten weiter. Tiaras Atem. Das Ding war zäh. Ein Wächtergolem. Sie wurden geschaffen, um zu schützen, nicht um zu schaden. Die Wachen müssen verzweifelt gewesen sein. Da ist er. Was macht er? Rumstehen. Siehst du doch. Es ist vorbei, Arrakis. Eure Wachen sind tot. Es ist vorbei, Arrakis. Eure Wachen sind tot. Was? Was? Was bei allem auf Eo geht hier vor sich? Es ist, als würde er uns nicht einmal bemerken. Oh, verdammt! Natürlich! Die Rune! Rune? Die Rune, die Rhonda Lakaien in den Reinheitskriegen verwendet hat. Erinnert ihr euch? Ich habe euch davon erzählt. Die Reinheit des Lichts hat sie verwendet, um den Verstand der Dame Myra Utrans zu kontrollieren. Wie Arrakis sich verhält, diese Katatonie...
Er ist genau wie die Dame Myra, nachdem Tahar den Einfluss der Rune auf sie gebrochen hatte. Der hohe Hierophant Arrakis steht unter Gedankenkontrolle, Eref. Oder er stand es. Moment, ihr meint, dass ihn jemand kontrolliert? Wer? Zirkel Magus Isgrim. Natürlich, es muss Isgrim sein. Er ist der Einzige, der sich im Umgang mit der Rune auskennt. Er hat sie bei sich. Bei den Wächtern, ihr habt recht. Moment, über was bei Allstein redet ihr? Gedankenkontrolle, Runen? Wenn irgendjemand Arrakis kontrolliert, dann der Gott des Lichts. Ihr habt gehört was. Nein, Rera, ihr versteht nicht. Isgrim ist der Zwerg, den Reit während des Rituals sah. Er ist der Verdorbene, nicht Arrakis. Hört zu, während der Reinheitskriege hat Ronda Lakaien einen Runenstein der Forma verwendet, um eine einflussreiche Adlige aus dem Norden zu kontrollieren, die Dame Myra Utran. Jaros hat mir die Geschichte erzählt. Trotz der damit verbundenen Gefahren war Zirkelmagus Isgrim fasziniert von der Technologie und er muss sie weiter erforscht haben, ohne Erlaubnis der Königin. Dann hat ein Zirkelmagier dies getan? Aber warum? Ich weiß es nicht. Aber Arrakis war nur eine Marionette. Und all dies, die Söhne des Granits, das Denkmal, dazu hat Isgrim ihn gezwungen. Wir müssen... Da ist der Mistkerl. Gut. Malik, wo warst du? Was glaubst du denn? Draußen im Kampf gegen Arrakis Hunde. Das ist ein Blutbad da draußen. War das wirklich nötig? Ihr solltet das Denkmal sprengen und euch dann in die Festung schleichen. Ja, aber die Angelegenheit lief etwas aus dem Ruder. Was erwartet ihr von uns, dass wir die Wachen mit Zuckerstangen und Kissen bekämpfen? Aber keine Sorge, es ist fast vorbei. Es gilt nur noch, den verdorbenen Schäfer und den Rest seiner Herde zu erlegen. Du willst ihn töten? Das war nicht Teil des Plans, Malik. Pläne ändern sich. Moment, was meint ihr mit den Rest seiner Herde erledigen? Was glaubt ihr denn? Jeden Speichelecker, jeden eingebildeten Aristokraten, jeden Pragmatiker, der sich auf die Seite des Bastards geschlagen hat, wird sterben. Wir werden beenden, was wir da draußen angefangen haben. Malik, das ist... Das ist, was getan werden muss, verdammt nochmal. Diese beschissene Ideologie, die Arrakis in ihre Köpfe gepflanzt hat, ist wie Krebs. Wenn man nicht jedes noch so kleine Teil des Tumors herausschneidet, wird er immer wieder kommen. Ihr wisst, was Krebs ist? Warum werft ihr ihn nicht einfach in ein Verlies? Damit ihn seine Freunde bei der ersten Gelegenheit wieder freikaufen können? Nein, General. Mistkerle wie Arrakis, die Reichen und Mächtigen, die können sich immer irgendwie aus der Schlinge winden und der Strafe entkommen. Man muss sie niederstrecken, sobald sich die Gelegenheit bietet. Arrakis hatte keine Kontrolle hierüber. Er stand unter Gedankenkontrolle. Gedankenkontrolle, was? Tja... Das ändert dennoch nichts an der Tatsache, dass er Blut an seinen Händen hat. Erst kümmern wir uns um ihn. Und dann um denjenigen, der die Fäden dieser Marionette gehalten hat. Du fängst an, genau wie er zu klingen. Ach, komm von deinem hohen Ross runter, Rera. Du hast dir nicht das Sagen, diesmal nicht. Der einzige Grund, wegen dem du zurückgekommen bist, nachdem du mich hier zurückgelassen hast, war, um dich selbst besser zu fühlen. Und selbst dann konntest du es gar nicht abwarten, bevor du wieder abhauen und mit dieser Armee und einem verräterischen General weglaufen konntest. Du hast keine Scheißahnung, wie es hier unten ist. Und jetzt geh mir aus dem Weg und lass mich beenden, was wir begonnen haben. Nein, wir haben euch unter der Annahme geholfen, dass wir Windholme helfen würden und kein Blutbad anrichten. Arrakis wird leben und seine Untergebenen ebenso im Gefängnis. Wagt es nicht, mir Befehle zu geben. Wagt es verdammt nochmal ja nicht. Der war eh schon rot markiert. Egal was passiert wäre, wir hätten bestimmt gegen ihn kämpfen müssen. Diesen Isgrim. Geht es euch gut, Rhea? Es geht mir gut. Also, wo finden wir denjenigen, der das getan hat? Glaubt ihr, dass er hier ist? In Windholme? Was ist mit eurem Bruder?
Lassen wir ihn hier? Er ist bewusstlos und keine seiner Wunden ist tödlich. Wir finden einen Heiler, der sich um ihn kümmert. Aber noch einmal, wo ist dieser Zirkelmagier? Wo ist Iskrim? Was denkt ihr? Die Rune hat eine sehr begrenzte Reichweite. Also, ja, er muss hier sein. Er war die ganze Zeit hier. Moment. Hat euer Bruder nicht einen seltsamen Zwerg erwähnt, der in den Tunneln aus- und eingeht, Rera? Ihr meint, das war er? Es ist eine Möglichkeit. Gut. Dann finden wir unseren Mann. Ich würde mich gerne ruhig und bedacht mit ihm unterhalten. Nur zu. Gar nicht zu klauen. Sein Bruder, also ihr Bruder, regeneriert schon. Was ist das? Interessant. Selbst in den untersten Schichten der Stadt wird gekämpft. Zumindest deutet der allgegenwärtige Lärm von Schreien, prasselndem Feuer und aufeinanderkrachenden Äxten darauf hin. Rera eilt euch voran, die Augen entschlossen gerade ausgerichtet. Da wären wir. Hoffen wir, dass wir richtig liegen und er nicht bereits geflohen ist. Jawohl. Hoffen wir das. Natürlich hatte ich recht mit The Expanse. Ist schon eine coole Science-Fiction-Serie. Freue mich schon auf die 4. Staffel. Aber es dauert noch. Wurde mir gerade gesagt, dass ich recht hatte mit der Empfehlung. Es ist ungerecht. Einfach ungerecht. Hört ihr das? Das ist der Zwerg, Iskrim. Iria? Wir wissen, was du getan hast, Iskrim. Du hast die Rune verwendet, um den Aufstieg der Söhne des Granits zu steuern. Arrakis war deine Marionette. Also ist die Wahrheit herausgekommen. Ich wusste, dass das irgendwann passieren würde. Staub und Steine, warum? Warum bei allen Felsen habt ihr das getan? Wisst ihr, wie viele Leute ihr getötet habt? Wisst ihr, wessen Grab das ist? Woher sollte ich das wissen? Hier liegt Gilak Erzklinger, der Anführer der Schwarzsteinrebellen, deren Namen ihr euch geliehen habt. König Rorek hat ihn vor 20 Jahren hinrichten lassen. Ich weiß, wer Gilak Erzklinge war. Ein Held. Was hat das mit euch zu tun? Er war mein Ehemann. Euer... Was? Es ist wahr, Rera. Ich hätte es euch früher sagen sollen, aber ich weiß nicht. Es war eine private Sache. Also war Gilak Erzklinge euer... Was? Euer Geliebter? Ist diese Idee so absurd, Gilak? Er wollte immer nur Gutes tun. Er hat sich nicht eingeredet, dass er die ganze Welt retten könnte, nur eine gute Tat hier und da. Deswegen hat er die Rebellen gegründet. Sie waren am Anfang gar nicht gewalttätig, nur eine Stimme gegen die Ungerechtigkeiten unter König Roreks Herrschaft. Und was hat es ihm eingebracht? Genau. Der König hat ihn ermorden lassen. Und als sie seinen Leichnam der Öffentlichkeit gezeigt haben, haben alle gejubelt. Ich kann euch nicht folgen. König Rorek hat euren Mann töten lassen, das verstehe ich. Aber warum bei allem auf Eo habt ihr die Rune verwendet, um deswegen den Aufstieg eines weiteren Tyrannen zu inszenieren? Weil ich wollte, dass wir es erkennen! Ich wollte, dass diese dummen, beeinflussbaren Narren, die Leute wie Rorek und Arrakis an die Macht kommen lassen, erkennen, wie verdorben sie wirklich sind! Und es hat funktioniert, nicht wahr? Es brauchte nur ein paar leere Worte und Hass. Und seht euch an, was geschehen ist. Wenn wir Zwerge wirklich so einfach zu täuschen sind, so leicht zu manipulieren, dann sind Blut und Asche alles, was wir verdienen. Arrakis war ein Test. Und sie haben ihn nicht bestanden. Warum habt ihr Arrakis gerade jetzt freigegeben? Warum? Weil es keinen Sinn mehr macht. Der Test ist vorbei und Windholmer hat versagt. Die Rebellion war erfolgreich, oder nicht? Also inwiefern hat Windholmer bei eurem Test versagt? Sie haben in dem Moment versagt, als sie Arrakis zur Macht verholfen haben. Windholmer zu seinem früheren Glanz zurückführen. Kieselfresser, Granitsöhne.
Leere Worte. Anbiedernde Schmeichelei durch und durch. Wie konnte irgendwer diesem Nonsens glauben? Und dennoch haben sie das. Sie haben gejubelt, haben gehasst. Und dann haben sie dafür getötet. Und was die Rebellen betrifft, ich habe meine Hoffnung in sie gesetzt. Aber je stärker sie wurden, desto klarer wurde mir, dass sie am Ende nicht besser als Arrakis waren. Seht euch das Blutbad dort oben an. Das haben sie angerichtet. Gebt einem Mann eine Axt und ihr werdet sein wahres Gesicht sehen. Malik hat sie dazu gebracht. Das ist nicht das, wofür ich stehe. Dafür stand niemand von uns. Und dennoch haben sie gehorcht, als euer Bruder ihnen befohlen hat, mit dem Schlachten zu beginnen. Gebt es zu, Hagelkorn. Es liegt uns einfach im Blut. Wir Zwerge verdienen nichts Besseres. Oder anders gesagt, Arrakis war von Anfang an eure Marionette? Für 5 Monde, nicht von Anfang an. Ihr müsst wissen, Arrakis war immer schon im Herzen ein Hassprediger. Deswegen habe ich ihn gewählt. Hat rassische Reinheit gepredigt und mit einer Elfe geschlafen. Ihm fehlten einfach die rhetorischen Fähigkeiten und das Charisma, um an die Spitze zu kommen. Also habe ich die Rune auf ihn angewandt und ihm damit ausgeholfen. Also habt ihr all das getan, um etwas zu beweisen? Nennt es, wie ihr es wollt. Die Wahrheit ist jedoch, wären diese Leute nicht solche Narren gewesen, würde noch Frieden in Windwall herrschen. Und Gilak würde noch leben. Ihr verdammtes, arrogantes Stück Scheiße! Ihr habt Gott gespielt! Darum geht es doch! Wagt es nicht so zu tun, als wäre es irgendetwas anderes gewesen. Ich habe den Leichnam nur in die Arena geworfen, Hagelkorn. Die Löwen haben ihn zerrissen. Nun, Windholme steht in Flammen und hunderte Zwerge sind tot. Seid ihr jetzt glücklich? Ganz im Gegenteil. Aber ich war es nicht. Ich habe Arrakis niemals den Tod von jemandem befehlen lassen. Was dort draußen geschehen ist, das haben sich diese Narren selbst angetan. Und dazu gehört auch euer Bruder, Rera Hagelkorn. Er hat nur auf eine Gelegenheit gewartet, die Hände in Blut zu tauchen. Ihr wisst nichts über meinen Bruder. Oh, aber natürlich tue ich das. Ich weiß, dass ihr und er die Schwarzsteinrebellen zurück ins Leben gerufen habt. Und am Anfang habe ich euch sogar unterstützt. Klingelt beim Namen Terfa Schmelzergriff etwas? Euer großzügigster Finanzier? Ich habe ihr die Idee in den Kopf gepflanzt. Wartet, ihr habt die Schwarzsteinrebellen aufgebaut? Ich habe sie unterstützt. Aber je mehr ich sie beobachtet hatte, desto klarer wurde für mich, dass sie ebenso verdorben waren wie Arrakis Speichellecker. Nur in einer anderen Uniform. Was euer Bruder dort draußen getan hat, Rera Hagelkorn, unterstreicht nur noch, was ich zu sagen hatte. Iskrim, ihr wurdet ebenfalls manipuliert. Ihr seid einer der Verdorbenen, eines der Werkzeuge des Gottes des Lichts. Der Gott des Lichts? Wovon redet ihr? Der Gott des Lichts versucht, die Welt wieder zu betreten. Es ist Teil einer uralten Prophezeiung, Jakku. Es gibt 4 Verdorbene, deren Aufgabe es ist, Chaos zu sehen und dem Gott bei seinem Plan zu helfen. Und ihr seid einer davon. Ihr habt es vielleicht nicht gemerkt, aber der Gott des Lichts hat eure Taten beeinflusst. Was? Aber... Nein, das ist Unsinn. Ich habe es getan, weil die Zwerge es verdient haben. Wir alle. Verdorben oder nicht, das ist mir vollkommen egal. An euren Händen klebt Blut, Zirkelmagus Iskrim. Und ihr werdet euch dafür verantworten. General, ich hoffe, wir haben noch eine freie Zelle im Gefängnis in Grauschanze. Eine ohne Licht, dafür mit Ratten? Er wird vor Gericht gestellt und verurteilt werden, ja. Iskrim, versprecht mir, dass ihr euch nicht wehrt. Heute ist genug Blut vergossen worden. Tut, was ihr wollt. Ich habe getan, was ich musste. Und insgesamt ist man dennoch keinen Schritt weiter. Eure Majestät, die Verzögerung tut mir leid. Es gab da noch etwas, um das ich mich kümmern musste. Ihr seid entschuldigt. Wir haben soeben die Geschehnisse in Windholme besprochen. Iria, ihr sagtet, euch wäre an Iskrim in all der Zeit nichts Seltsames aufgefallen? Ich klage euch nicht an.
Ich denke mir nur, dass er schon eine Weile an diesem Plan gearbeitet haben muss, bevor er ihn in die Tat umgesetzt hat. Oh, ihr wisst ja, wie Iskrim ist. Wenn er nicht auf einer Expedition war, stand er im Labor und hat die Rune untersucht und wie die Former sie genutzt haben. Er hätte ausreichend Zeit gehabt, um an seinem Plan zu arbeiten. Obwohl es die Frage aufwirft, wann genau die Verderbnis beginnt. Kiran, der empirische Mann, war sich auch nicht der Tatsache bewusst, dass er Yaku diente. War es also Sheyogdet, der diese Ideen in ihre Köpfe einpflanzte? Oder waren sie bereits da und Sheyogdet hat sie nur für seine eigenen Zwecke verändert? Beide Erklärungen sind beunruhigend. Nun, ob beunruhigend oder nicht. Was zählt, ist, dass wir mehr von Sheyogdets Verdorbenen aus dem Verkehr ziehen. Der hohe Hierophant Arrakis wird auch kein Problem mehr sein. Ihr habt gute Arbeit geleistet, Rera Hagelkorn. So wie auch ihr, General. Wird es seinen Einfluss als Verdorbener tatsächlich neutralisieren, wenn wir Iskrim in Ketten legen? Das muss es. Wenn er weggesperrt ist, wie soll er dann Yaku voranbringen? Wir müssen nur sicher gehen, dass die Schlösser sicher genug sind. So ist es. Und selbst wenn es nicht so wäre, wir können keinen Zirkelmagus nur aufgrund indirekter Beweise hinrichten lassen. Ich bin mir sicher, dass ihr das versteht. Habt ihr bereits mit Iskrim gesprochen, Eure Majestät? Noch nicht. Aber ich habe vor, es bald zu tun. Falls er das will. Seitdem wir ihn aus diesen Katakomben geholt haben, hat er kein einziges Wort mehr gesagt. Ich werde ihn zum Reden bringen. Was wird aus Arrakis? Diese Entscheidung werden wir dem Prinzen überlassen. Hoffen wir nur, dass der Rest von Hagelkorns Rebellen weiser ist als ihr Bruder. Das sind sie. Und nur, dass ihr es wisst, die Schwarzstein-Rebellen werden an eurer Seite stehen, bis ihr getan habt, was getan werden muss. Danke, Hagelkorn. Ich weiß eure Treue zu schätzen. Dann bleibt uns nur noch die maskierte Frau, nicht wahr? Wir müssen den Tempel des Lichts finden, bevor sie es tut. Wo wir davon reden, wo ist Sir Katras? War er nicht zu Beginn des Konklaves noch hier? Das war er. Wir... Ich bin hier, Eure Majestät. Darf ich vorstellen? Gilbar Myrkal, der Archäologe. Ihr habt ihn gefunden? In einem Bordell in Immerlicht. Ja, er ist wahrhaft eine wunderbare Persönlichkeit. Es war kein Bordell, sondern ein Badehaus. Also, ich bin zwar geehrt, hier zu sein, aber könnt ihr mir bitte jemand sagen, worum es geht? Warum bin ich hier? Ihr seid hier, weil Northander eure Dienste braucht. Sagt uns, Gilbar Myrkal, was wisst ihr über den Tempel des Lichts? Der Tempel des... Wartet. Heißt das, ihr glaubt mir? Ihr glaubt, dass er existiert? Das tun wir. Und wir haben ein großes Interesse daran, ihn zu finden. Eure Majestät, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist mir eine Ehre. Ich habe mein ganzes Leben damit verbracht. Wir wissen, dass ihr das habt. Und wenn sich eure Forschung als nützlich erweist, werden wir dafür Sorge tragen, dass ihr die verdiente Anerkennung erhaltet. Und jetzt, sagt uns bitte, was ihr wisst. Was ist der Tempel des Lichts? Und wo ist er? Also, wo fange ich da an? Zunächst müsst ihr verstehen, dass Eo ein Land voll uralter Geheimnisse ist und... Die Kurzfassung, bitte. Na schön. Ihr wisst alle über den Gott des Lichts Bescheid. Zumindest seit den Reinheitskriegen. Es handelt sich um eine interdimensionale Entität mit feindlichen Absichten. Was ihr vermutlich nicht wisst, ist, dass Rhonda Lakaien nicht die erste Person war, die ihn in unsere Welt bringen wollte. Es hat sich schon einmal ein antikes Volk daran versucht. Sie haben das ursprüngliche Portal erschaffen. Ein Tor, das den Gott des Lichts in unsere Welt lassen sollte. Und sie haben es in ihrem Tempel aufbewahrt. Dem Tempel des Lichts. Ja, ich bezweifle, dass dieses Volk ihn so genannt hat. Aber meiner Forschung nach sollte er sich zwischen den Laranischen Sümpfen und Windholme befinden. Nahe der Grenze zur heulenden Steppe. Die Prophezeiung der Aljani, Yaku, erwähnt dieses Portal ebenfalls. Was unterscheidet es von dem Portal, das Lakaien in der Halle der Gerechtigkeit öffnen wollte? Ich weiß nichts über so ein Jakku. Aber Rhonda Lakaien hat einen Riss erschaffen. Eine Fraktur im Schleier, die sich mit der Zeit selbst heilt. Das Portal jedoch kann nicht mehr geschlossen werden, sobald es einmal geöffnet wurde.
Vielleicht hilft es euch, sich den Riss als ein nadelstichgroßes Loch in einem Stück Stoff vorzustellen. Das Portal entspräche dann einem Zerreißen des Stoffes. Vor den Reinheitskriegen wusste niemand auch nur von der Existenz des Gottes des Lichts. Wie kann das sein? Eine hervorragende Frage. Zunächst dachte ich einfach, dass die Aufzeichnungen über die Zeit hinweg verloren gegangen seien. Aber die Muster waren zu klar, um Zufall zu sein. Ich denke, zu einem bestimmten unbekannten Zeitpunkt hat jede Zivilisation den Gott des Lichts aus ihren Aufzeichnungen entfernt. Vielleicht haben sie alle den Schluss gezogen, dass er zu gefährlich war. Wie die Hibernier im Althalo. Sie wussten ebenfalls vom Gott des Lichts, haben aber erstaunlich wenig darüber geschrieben. Sie waren eine dieser Zivilisationen, ja. Ein antikes Volk? Redet ihr von den Formern? Ich weiß, wer die Xalontep sind. Und nein, sie meine ich nicht. Ich rede über eine andere Kultur. Am Höhepunkt ihrer Entwicklung sehr fortschrittlich, aber klein an Personenzahl. Wann war das? Ah, das ist schwer zu sagen, um ehrlich zu sein. Weil sie kaum Spuren hinterlassen haben. Die wenigen, die ich gefunden habe, weisen auf eine Existenz parallel zu den Xalontep hin. Aber dann auf ein Ende, bevor jene zu einer Weltmacht wurden. Ich verstehe das nicht. Ich bin keine Archäologin. Aber wenn diese Kultur so fortschrittlich war, wie ihr sagt, wie kann sie dann keine Spuren hinterlassen haben? Das ist der Widerspruch, mit dem ich mich schon so lange beschäftigt habe. Meine geschätzten Kollegen sagen, es liege daran, dass dieses Volk nie existiert hat. Ihr wisst ja nicht mal, wie sie sich genannt haben, sagen sie dann immer. Aber ich weiß, dass sie existiert haben. Und die Existenz des Gottes des Lichts wiederum unterstützt das. Ich habe eine Theorie zu ihrem Verschwinden, aber wenig Beweise dafür. Und die Theorie wäre? Dass jemand versucht hat, sie aus der Historie zu entfernen. Jemand hat ihre Spuren verwischt. Deswegen sucht die maskierte Frau also nach dem Tempel. Dort werden die Verdorbenen schließlich Yaku beenden, indem sie das Portal öffnen. Mit der Energie des Horts der Seelen. Erinnert ihr euch an die Reinheitskriege? Lakaien brauchte die Magie von Tahars Mutter, um das Portal für den Gott des Lichts zu öffnen. Und als sie als letzte Formerin starb, brauchten sie eine neue Energiequelle. Dafür haben sie all diese Seelen gestohlen, um das Portal im Tempel des Lichts zu öffnen. Ich kann euch nicht folgen. Hort der Seelen? Maskierte Frau? Ihr denkt, dass jemand tatsächlich versuchen will, das Portal zu öffnen? Unglücklicherweise denken wir das nicht nur, wir wissen es. Sagt mir, ist jemand in der letzten Woche in euer Haus eingebrochen? Hat vielleicht sogar euren Arbeitsplatz durchwühlt? Ihr meint... Oh, Wächter, das ist furchtbar. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Denkt ihr, sie haben ihn bereits gefunden? Fehlt euch, ich weiß nicht, eine Karte oder so etwas? Jetzt, wo ihr es erwähnt? Ja. Ich habe mich schon gefragt, wo das Notizbuch hin ist. Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Wir brechen nach Windholme auf und... Wartet! Kayaru? Sir Mirkal, ihr liegt falsch. Der Tempel liegt nicht in der Nähe der Steppe. Er befindet sich in der Steppe, in der Nähe unseres Dorfes. Es tut mir leid, mein Junge, aber wer bist du? Dieses antike Volk, von dem ihr gesprochen habt, das sind unsere Ahnen. Wir waren einst vier Stämme und deren Häuptlinge haben Sheokdet als Gott eingeführt, den sie anbeteten. Sie wollten das Portal öffnen, aber eine Gruppe von uns hat sich aufgelehnt und sie aufgehalten. Sie haben den Tempel versiegelt und sind zu dem geworden, was wir heute sind. Yaku ist nicht nur eine Prophezeiung. Es ist eine Erinnerung daran, was einst war. Warum bei allem auf Eo hast du nichts gesagt? Das hätte alles ändern können. Weil es das Gesetz ist. Niemals, unter keinen Umständen, dürfen der Häuptling oder seine Familie den Standpunkt des Tempels verraten. Niemals. Du verstehst es einfach nicht. Jeder Brauch, den wir haben, jede Tradition, die wir ehren, jedes Gesetz, an das ich gebunden bin, ich habe sie alle gebrochen. Ich habe mit allem gebrochen, was mir einst heilig war, um dir zu helfen. Mein Vater hat mir alles vergeben. Aber hätte ich euch vom Tempel erzählt, nun, dann wäre ich kein Aliani mehr gewesen. Ich bin nun kein Aliani mehr. Ihr habt gehofft, wir würden diesen Tempel alleine finden? Ja,
Auf diese Weise hätte ich nicht zum Verräter werden müssen. Wenn du es uns all diese Zeit nicht gesagt hast, warum jetzt? Weil der Sichelmond als nächstes mein Volk befragen wird, sobald ihm klar wird, dass der Tempel in der Steppe liegt. Wir müssen vor ihnen dort eintreffen. Wir müssen einfach... Scheiße. Moment, die Aliani haben Shai'ogdet angebetet? Warum? Aus ähnlichen Gründen wie der hibernische Prinz. Sie wollten seine Hilfe. Ich musste ja nicht sagen, wie mächtig Shai'ogdet ist. Er kann mit einem einzelnen Gedanken ganze neue Realitäten schaffen. Und das wollten sie? Eine neue Realität? Eine, in der die Aliani nicht nur die Steppe beherrschten, sondern ganz Nortanda. Zum Glück erkannten einige unseres Volkes, welche Folgen das hätte, und haben die Häuptlinge noch rechtzeitig aufgehalten. Verstehst du nun? Deswegen haben wir unsere Regeln. Wir haben geschworen, uns nie wieder von Shai'ogdet mit Versprechen auf Macht versklaven zu lassen oder denselben Sünden zu verfallen. Wenn Yaku erneut geschehen sollte, würden wir bei allem Heiligen nur Beobachter sein, nicht die Täter. Bei den Wächtern, Kayavu, du hast eine Menge Leben riskiert, indem du uns das all die Zeit vorenthalten hast. Es tut mir leid, General, aber ich weiß nicht. Ich dachte, vielleicht könntet ihr es auch alleine herausfinden. Mein Volk hat einmal ein Unrecht begangen. Ich versuche nur sicherzugehen, dass wir das nicht wiederholen. Wo ist der Tempel? Nordwestlich meines Dorfs. Nicht weit weg, aber keineswegs nahe der Grenze nach La, wie Sir Mirkal meinte. Ich kann euch hinführen. Ist das weise? Der dunkle Sichelmond könnte bereits auf uns warten. Äußerst unwahrscheinlich. Wenn sie nur Mirkals Forschung gestohlen haben, wird es sie Zeit kosten, den echten Standpunkt herauszufinden. Wir können vor ihnen dort sein und unsere Position beim Dorf und am Tempel befestigen. Wenn sie dann erscheinen, schlagen wir zu. Und ertappen sie auf der Tat, zusammen mit der letzten Verdorbenen. Gerissen. General, ihr werdet mit der Wolfsgarde vorausreisen. Sichert zunächst das Aljani-Dorf und dann den Tempel. Ich werde so viele Einheiten einziehen wie möglich und euch dann folgen. Gut, gehen wir es an. Das solltet ihr. Ich will, dass ihr mit dem nächsten Morgen aufbrecht. Bis dahin bereitet euch und die Wolfsgarde so gut als möglich vor. Alles hängt von eurem Erfolg ab. Juhu! Boah, viel Quatschi-Quatschi. Auge des Archons. Konstitution 9. Kappe des Wahnsinnigen. Selbere Benutzer von inaktiven Flüchen. Tja, das macht's auch nicht unbedingt besser. Und du hast eigentlich schon das Beste, was du kriegen solltest. Rüstung des Erzmagiers. Nehme ich einfach den Helm. Dann haben wir noch ein Schwert bekommen. Wenn ein kritischer Treffer erzielt wird, wird das... Ah ne, wird kraftlos auf das Ziel ausgeführt. Achso, kann nur ich tragen. Aber warum soll ich das als Zauberer tragen, das Schwert? Das passt nicht zu meiner Klasse. Hier drüben.
haben wir denn hier? Entschuldigung. So. Weiter so. Am Brett ist bestimmt wieder Plünderer töten. Schauen wir mal, was noch. Darum kann ich mich kümmern. Und sonst haben wir hier nichts zu tun. Ja, Schätzchen. Dicker Mops. Ich kümmere mich jetzt erst um die Plünderer. Erledigt sie! Es finden sich nur wenige. Und vielleicht Karten funktioniert ja das andere Quest inzwischen. In den Bibliotheken von Grauschanze. Es ist eine riesige, unterirdische Landschaft von Sümpfen und Marschland am Rand des Reiches des Hohen Vaters. Es ist finster. Nee. Nur das Fragezeichen für die Plünderer hier. Klingt gut. Ich laufe mal zu Fuß hin. Vielleicht finden wir unterwegs ja den Nidari-Vater. Das ist ja von diesen kleinen Schleimdingern, von diesen SpongeBob-Quallen. Wohin geht es? Theoretisch der Vater. Sieht man aber nie. Klar doch. Nur nach den Forderungen heraus. Ach. Das ist er. Der Bandit, nach dem sie suchen. Wie ist der Plan? Es muss getan werden. Ja, und die Zerg kommen gleich auch. Ihr habt hoffentlich gut. Geht voran. Ich bin hier. Ja, aber. Was wollt ihr? Drakonidenbogen. Angriffe treffen zwei zusätzliche Ziele. Na, dafür ist der Schaden halt weniger, ne? Marschieren da unten denn noch mehr Söldner. Da lang? Ja. Sicherlich. Mehr. Komm mal her, ihr Schlawiner. Ihr überlebt eh nicht lange. Ob er Suizid begangen hat?
Tja, muss ich morgen fertig machen. Ich muss mich gleich weg.